Hallo, werte EP-Freunde. Im EP-Shop sind jetzt zwei Sets mit zwei Radfahrern erschienen. Einmal ein Motorola BMW C1 und zum anderen ein Motorrad Kawasaki Ninja 250R. Beide Modellsets stammen vom Konstrukteur Cimon Masny und sind im EP-Shop erhältlich. Ich habe schon vor geraumer Zeit einmal eine Demonstrationsanlage für Zweiradverkehr gebaut, und zwar basierend auf dem Vorbild der Ortschaft Präg im Schwarzwald, was ich hier als Ausschnitt aus einer Google Maps Karte kurz zeige. Die Anlage stellt da einen Geländeausschnitt ungefähr ab hier dem Gasthaus Pension Hirschen, dann hier mit dieser Abzweigung, wo die Straße hier herunterführt und eine enge Kurve beschreibt und dann wieder nach oben zum Anlagenrand verschwindet, und der andere Ast an der Abzweigung führt nach unten durch die Ortschaft Präg hindurch und führt dann hier nach Süden über die Höhen des Schwarzwaldes, kurvenreiche Straße. Und verlässt dann hier unten etwa am Waldhotel Auerhahn den Anlagenbereich. Das ist also ungefähr der Ausschnitt, der auf dieser Anlage dargestellt wird, die ich mal Biker's Dream genannt habe und die dann in EEP in etwa so aussieht, wie hier zu sehen. Auf dieser EP-Anlage. Hier gibt es auf dem Berg einen Aussichtspunkt mit einem Hotel, wo man also eine schöne Aussicht über das Tal hat, und da unten befindet sich dann etwa die Ortschaft Präg. Das ist hier eine Ausbauanlage, das heißt, die kann jeder nach eigenem Geschmack gestalten. Das ist diese Straßenabzweigung, die ich erwähnt habe. Hier verkehren schon etwas ältere Modelle aus dem EEP-Shop, zum Beispiel dieser Motorroller der Post mit einem Anhänger. Und dann gibt es noch ein Motorrad mit Beiwagen. Das sind jeweils ältere Modelle, die es schon geraume Zeit im EEP-Shop zu erwerben gibt. Und jetzt habe ich hier auch als Anlass für dieses Video bei diesem Aussichtspunkt und diesem Gasthof hier, Gasthaus, habe ich mal die jetzt ganz aktuell neu erschienenen Zweiräder aufgestellt. Die haben sich hier getroffen, um dann gemeinsam eine Tour durch den Schwarzwald zu machen. Das kann man sich so als Story dazu denken. Und es gibt hier noch zwei etwas ältere Modelle von, das sind wohl Mofas, wie man das nennt. Die habe ich hier auch noch aufgestellt, aber es geht jetzt vorrangig um diese Modelle hier, die jetzt neu erschienen sind. Ich lasse die jetzt mal losfahren und bitte dabei das Augenmerk insbesondere darauf zu richten, dass die Figuren jeweils animiert sind. Man sieht das hier schon an der leichten Kopfbewegung des Herrn. Und wenn er jetzt losfährt, dann, wie gesagt, wird er auch das Bein hochstellen. Genauso wie hier auch der Motorradfahrer nachher. Ich lasse die jetzt mal nacheinander jeweils losfahren. Und wie gesagt, er wird dann den Fuß so hochheben. Folgen wir ihm mal gleich. Und wenn man ihn dann anhalten lässt,
dann stellt er seinen Fuß auch wieder auf der Fahrbahn ab. Genauso, wenn er dann auch wieder losfährt. So, dann widmen wir uns mal dem nächsten Herrn. Der hier auf seiner Kawasaki sitzt. Den lasse ich jetzt mal deutlich schneller losfahren, sagen wir mal mit 80. Das dürfte ja schon die höchste, vielleicht gerade noch erträgliche Geschwindigkeit auf solchen Schwarzwaldstraßen sein. Ich selber bin kein Zweiradfahrer, ich bin eigentlich ausschließlich Autofahrer. Aber ich meine schon, dass das so ziemlich die Höchstgeschwindigkeit ist, wenn das nicht sogar schon mehr oder weniger viel zu schnell ist für solche Straßen, keine Ahnung. Aber hier in EEP macht das ja auch nichts. EEP kennt zwar inzwischen auch Physikeigenschaften, aber dass Fahrzeuge hier so ein Zweirad aus der Kurve fliegt oder so, das gibt es noch nicht. Jetzt hat er hier einen anderen Herrn vor sich. Ah, das ist hier dieser Motorroller, diese BMW, die fährt ein bisschen sehr langsam. Dann werden wir die mal noch etwas schneller fahren lassen. Nämlich mit, sagen wir mal, 60. Aber so können wir sie ja auch beide hier im Blick haben. So, die ist abgebogen und der andere, der fährt da geradeaus weiter. Da gibt es halt einen Umschaltkontakt vor der Abzweigung, dass jedes Fahrzeug, was sich da der Abzweigung nähert, jeweils umschaltet und dann entweder abbiegt oder geradeaus weiterfährt, je nachdem, wie die Stellung vorher war. Hier haben wir nochmal die Motorroller-Fahrerin. Ich nehme mal an, dass das. Nee, es ist auch ein Mann. Wenn man sich die Kleidung mal so ansieht. So, nun nochmal zu den
weiteren Zweiradfahrern dort oben bei dem Aussichtspunkt, bei dem Gasthaus. Das ist hier über den Berg rüber. An dieser Stelle. Da gibt es dann noch ein paar andere Modelle. Den hier wieder mit 70. Und den Freund auf seinem Motorrad. Den setzen wir mal mit 80 in Bewegung. Und dann haben wir hier noch die beiden Mofa-Fahrer, die lasse ich jetzt mal mit den gepflegten 40 Stundenkilometern ein bisschen den Verkehr behindern. Das dürfte ja auch in etwa realitätsnah sein, dass die von den anderen Teilnehmern des Straßenverkehrs eher als Hindernis betrachtet werden. Dann haben wir hier die 40 km/h. Naja, der hatte ja. Der steht hier zu dicht am Gleisende sozusagen. Der hängt da etwas fest. Den ziehe ich mal ein bisschen vor. Und dann wird er sich jetzt auch gleich in Bewegung setzen mit den 40 km/h. Düst er dann los, sieht dann in etwa so aus. Wie gesagt, die gibt es schon längere Zeit im EEP-Shop. Das sind jetzt also keine neuen Modelle. Und es gibt auch im EEP-Shop noch weitere Modelle von zwei Rädern. Ich habe jetzt hier nicht unbedingt alles zusammengetragen. Und vor allen Dingen habe ich in meinem Bestand noch ältere zwei Räder aus der Zeit von EEP6. Da muss man dann aber den sogenannten Konverter zur Verfügung haben, um EEP6 Modelle zu konvertieren. Und der ist ja nicht mehr erhältlich. Deswegen stelle ich diese Modelle jetzt hier nicht alle vor. Auch um da nicht Begehrlichkeiten zu wecken, die dann nicht erfüllt werden können. Aber es werden jetzt sicherlich in nächster Zeit noch weitere solche Motorradmodelle erscheinen. Gehe ich jedenfalls mal davon aus, dass das jetzt nicht die letzten Motorradmodelle sind, die für EEP erschienen sind. Ja, das soll es vielleicht auch für diese kurze Vorstellung von den jetzt neu erschienenen Modellen und dieser kleinen Demonstrationsanlage mit dem Namen Biker Stream gewesen sein. Ich werde diese Anlage voraussichtlich in nächster Zeit im EEP-Forum in der dortigen Filebase zum freien Download zur Verfügung stellen und dann kann sich jeder EEP-Freund diese Anlage nach eigenem Geschmack, insbesondere auch mit Immobilien, Verkehrszeichen und so weiter ausgestalten. Und ja, ich wünsche erstmal weiter viel Spaß mit EEP.